Okay, Vorwärtsgang ist eingelegt, noch höre ich nichts. Was? Nee, das ist 100% das Geräusch, was wir aus den USA kennen. Ich hör's schon. Und einfach hier mit so einer Kopfhörer-Hörmuschel. Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal Tipps, Tricks and More. Ich habe vor ganz, ganz kurzer Zeit, beziehungsweise wahrscheinlich vor ein paar Stunden, ein Video veröffentlicht, wo ich euch gezeigt habe, wie ihr den Stecker, das heißt den Kabelbaum, finden könnt, mit dem ihr euch diesen Pedestrian-Lautsprecher, das heißt dem Lautsprecher, den man braucht für die neue Boombox-Funktion von Tesla, wie ihr den quasi finden könnt, um dann auch zu garantieren, dass ihr quasi diesen Lautsprecher selber nachrüsten könnt. Jetzt ist tatsächlich was Krasses passiert, und zwar habe ich mir einfach mal überlegt, nachdem ich das Video gerade abgedreht hatte, ich nehme mir hier mal so einen billig 5 Euro China-Kopfhörer, löte da mal zwei Pins ran und versuche die einfach mal in diesen Tesla-Stecker reinzustecken. Ich kann euch sagen, es ist was Krasses passiert und es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Also viel Spaß! Wie gesagt, ich habe mir nach dem Video einfach die Frage gestellt, warum sollte ich an diesen Stecker, der da ja so offen zugänglich ist, nicht einfach einen anderen Lautsprecher anschließen können? Ich weiß, dass der Original-Speaker von Tesla ein 40 Watt Speaker ist und ich dachte erst, gut, vielleicht misst Tesla da irgendwie die Impedanzen oder die Wattzahl, wie auch immer sie das vielleicht realisieren, und schaltet das nur wirklich für ihre Speaker frei. Wollte mich damit aber nicht zufrieden geben und habe, wie eben schon erläutert, hier mir jetzt einfach so eine Kopfhörermuschel von so einem billig Plastikkopfhörer genommen, dort quasi zwei so kleine Pin-Header hier rangelötet, die ich dann einfach in den Stecker stecken kann. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus und drückt mir die Daumen, vielleicht funktioniert es ja. So, ich werde jetzt hier mein selbstgemachtes Ding einfach mal, meinen selbstgemachten Lautsprecher mal anstecken. Dazu muss natürlich erstmal der Stecker hier entriegelt werden. Wie gesagt, das Video, wie ihr den findet, verlinke ich euch hier oben nochmal. Das findet ihr auf meinem Kanal. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Kann man hier irgendwie abschätzen, was ist? Wahrscheinlich eher nicht. Ich mache einfach mal. So, Nummer 1 reingesteckt. Und Nummer 2. Okay. So, jetzt ist folgende Prozedur. Und zwar sollte das Ganze jetzt tatsächlich noch nicht funktionieren, aber wenn ich das Auto neu starte. Das heißt, das ist das, was ich jetzt mal machen werde. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr den Tesla neu startet, das ist ganz einfach. Und zwar haben wir ja hier am Lenkrad quasi diese zwei Tasten und die müssen gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt werden, beziehungsweise so lang, bis der Hauptscreen hier schwarz wird und dann habt ihr das Auto neu gestartet. So, der Tesla startet neu und ich schaue einfach mal, ob ich hier was hören kann. Vielleicht kommt ja schon beim Neustart was. Oh, da war gerade ein Ton. Hört ihr das? Nee, Blödsinn. Das kommt woanders her. Ich bin ultra gespannt. Also wenn ich jetzt den Vorwärtsgang einlegen sollte, dann sollte da so ein White Noise, weißes Rauschen quasi rauskommen. Und wenn ich den Rückwärtseingang, guck mal, ich bin schon so aufgeregt, ich verspreche mich schon, wenn ich den Rückwärtsgang einlegen würde, einlege, dann müsste da so ein UFO-Flimmern kommen. Das Ganze wird natürlich, denke ich zumindest, sehr, sehr leise sein, denn dieser Speaker ist natürlich ultra klein. Der Originalspeaker hat 40 Watt, der jetzt hier vielleicht 5 oder so, also dementsprechend wird das sehr leise sein, wenn überhaupt was rauskommt. Ich steige jetzt mal ein. Okay, Vorwärtsgang ist eingelegt, noch höre ich nichts. Was? Nee. Oh mein Gott, das funktioniert. Hört, hier, ich halte es mal an mein Mikro ran. Das ist 100% das Geräusch, was wir aus den USA kennen. Achtung nochmal. Ey, jetzt rückwärtsgang. Okay, rückwärtsgang. Ich hör's schon. Lol. Achtung. Das ist das Geräusch. Ich mach's nochmal. Und einfach hier mit so einer Kopfhörer-Hörmuschel. Alter. Jetzt ist die Frage, ist das Boombox-Feature da oder nicht? Alter. Stellt euch vor, das wäre jetzt da. Ich muss mal auf die Beifahrerseite gehen. Guckt mal, so sieht das übrigens aus, wenn man hier nachahmen will, dass jemand auf dem Sessel sitzt hier. Okay, erstmal Park wieder rein.
Es wäre natürlich ultra heftig, wenn das jetzt da wäre, aber wie gesagt, schon in dem anderen Video, wir denken ja, oder zumindest ist das gerade so im Umlauf, dass diese Lautsprecher, diese Boombox-Funktion quasi an die VIN-Nummer vom Auto gebunden ist. In den USA war es zumindest so, dass die Boombox-Funktion nur die Autos bekommen haben, die auch den Lautsprecher ab Werk quasi verbaut hatten. Das hat ein Amerikaner versucht, quasi in ein Model 3 einen Speaker einzubauen, das vorher keinen hatte, und da ist hat das Ganze bei ihm nicht funktioniert. Aber ich glaube, das hat bei ihm nicht mal gepiept. Deswegen ist das das Komische. Und jetzt lasst uns mal schauen hier. Okay, wir gehen hier mal in die Spielkiste. Ah, und ja, es war klar. Leider ist es hier wohl auch mit diesem Ding noch nicht freigeschaltet, mit dem Software-Update. Das heißt, das Ganze hat wirklich mit der VIN-Nummer, das heißt mit der Fahrzeuggestellnummer zu tun. Ich sage aber mal so, das muss jetzt noch nicht heißen, dass das Ganze in Deutschland noch nicht funktionieren wird jetzt mit dem nächsten Update. Denn wie gesagt, in den USA ist das gerade der gleiche Fall. Wenn man da einen Lautsprecher einfach in Model 3 einbaut, was vorher keinen hatte, dann funktioniert dieses Boombox-Feature auch noch nicht. Das heißt, wir drücken uns einfach mal die Daumen, dass mit dem nächsten Update das dann so gehandelt wird, dass wenn das Auto einen Lautsprecher erkennt, dann die Boombox-Funktion auch freigeschaltet wird. Ich hoffe das ganz doll, aber ganz im Ernst, das ist ja komplett heftig, dass man da einfach hier, ich zeige euch das nochmal, das ist ein kleiner scheiß Billig-Kopfhörer, so ein China-Kopfhörer für 5 Euro irgendwie, den ich hier auseinandergenommen habe, hier einfach an den kleinen Stecker quasi rangehauen habe und das funktioniert einfach. Geil. Was bleibt mir da noch zu sagen? Also übelst krass, und das heißt auch, dass wenn ich den Lautsprecher einbaue, der auf jeden Fall von seiner Grundfunktion funktionieren wird. Wie gesagt, Boombox-Feature müssen wir gucken. Das wird sich dann alles zeigen. Wenn ihr schauen wollt, ob ihr diesen Stecker hier quasi in euer Model 3 auch zur Verfügung habt, dann schaut euch gerne mal mein vorheriges Video an. Ich verlinke das hier oben nochmal. Da zeige ich euch genau, welches Verkleidungsteil, ihr seht das hier schon, abnehmen müsst, damit ihr quasi diesen Stecker bei eurem Model 3 finden könnt. Und nur, wie gesagt, wenn ihr den Stecker habt, könnt ihr euch auch so einen Lautsprecher nachrüsten. In dem Video gibt es dann noch ein paar mehr Informationen zu der Boombox-Funktion generell, wie das in Deutschland vielleicht gehandelt wird. Das heißt, wenn ihr da noch Fragen habt, schaut da gerne vorbei. Ansonsten würde ich sagen, ich baue mein Auto jetzt hier zurück, freue mich auf den Speaker von Tesla, den ich ja bald erhalten werde. Ich verlinke jetzt so oft auf das andere Video, aber da erkläre ich auch, wie ihr den Speaker quasi bekommen könnt. Ich würde sagen, ich gehe heute mit einem großen Grinsen ins Bett und freue mich schon, wenn ich den echten Speaker hier in der Hand halten kann, hoffentlich dann auch bald mit der Boombox-Funktion. Ich bedanke mich natürlich sehr fürs Zusehen. Ihr dürft natürlich gerne eine Bewertung ein Abo da lassen, und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao!